Servus, liebe MOBA-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Train Action Sonmat packt aus. Es ist schon wieder ein paar Wochen her, seit ich das letzte Video hochgeladen habe, aber nun ist ein neues, interessantes Modell eingetroffen. Von welchem Hersteller wohl? Natürlich von Rocco. Bis gleich. Neben dem Taurus-Modell, ebenfalls aus dem Hause Rocco, bereichert nun ein weiteres formschönes Modell aus Österreich meine Sammlung. Die ÖBB Baureihe 1044 in der Epoche 5. Die Artikelnummer dieses Modells lautet 70432. Die Lok mit Betriebsnummer 1044030-3 ist ab Werk mit einem CIMO Sound Decoder ausgestattet. Interessant ist die neue Anschrift an der Schachtel. RO, nicht mehr EU. RO weist auf den Fertigungsort Rumänien hin. Nehmen wir nun das Modell aus der Schachtel. Eine sehr schöne Lokomotive. Fast komplett zugerüstet, aber nur fast. Nur die Scheibenwischer und die Seitenspiegel sind nicht vormontiert. Sonst sind aber viele Details auffallend. Filigrane Handläufe, Griffstangen bei den Türen oder die zierlichen Lampen. Die Bedruckung überzeugt ebenfalls. Da hat Rocco wieder sehr gute Arbeit geleistet. Das auffällige ÖBB-Logo mit Spitznamen Flatsch wurde gleichzeitig mit der blutorangenen Jaffa-Lackierung eingeführt. Mit den elfenbeinfarbenen Zierstreifen ist dies ein toller Auftritt. Die Dachleitungen sind sehr fein ausgeführt. Der Lüfter ist mit einem Ätzteil dargestellt. Die Stromabnehmer sind ebenfalls sehr schön umgesetzt. Der Lokboden und die Drehgestellblenden sehen nicht schlecht aus. Die Tiefzugstangen sind allerdings nicht schön wiedergegeben. Hat man da vielleicht billigen Plastik verwendet? In der Gleichstromversion sind alle vier Achsen angetrieben. Davon hat eine Achse zwei Haftreifen. Die Drehgestellabdeckplatten lassen sich durch das Lösen von zwei Schrauben leicht abnehmen. An beiden Fronten
befindet sich zudem je eine Kurzkupplungskinematik mit NEM-Schacht. In der Packung finden wir einen kleinen Zurüstbeutel, die Ads-Teile, die Bedienungsanleitung, das Funktionsdatenblatt sowie die Ersatzteilübersicht. Lesen wir nun die Lok in der Zentrale ein und führen einen Soundcheck durch. Beim Funktionsdatenblatt hat sich aber ein Fehler eingeschlichen. In der Schachtel liegt ein falsches Exemplar. Online ist das korrekte hinterlegt und kann heruntergeladen werden. So, mit F0 schalten wir, standardmäßig bei Zimo, das Licht ein. Bei der Richtungsänderung leuchten hinten, für diese Epoche korrekt umgesetzt, 3 rote Schlussleuchten auf. Leider hat aber der Hersteller hier das Ganze schlecht abgeschirmt. Der Führerstand kommt etwas, naja, rotlichtmilieumäßig daher. Mit F1 aktivieren wir den Antrieb. F2, das Horn hoch kurz. F3, das Horn tief kurz. F4 lässt den Schaffnerpfiff erklingen. F5 ist das Kupplungsgeräusch. F6, der Rangiergang. F7 aktiviert bei Fahrt das Kurvenquietschen. F8 startet den Lüfter. F9 schaltet auf das Fernlicht um. F10 aktiviert den Kompressor. F11 startet den Hilfskompressor. F12 und F13 steuern die Lichtunterdrückungen auf Führerstand 1 und 2. F14 schaltet den Sound ab und wieder an. F15 und F16 steuern die Innenbeleuchtungen auf Führerstand 1 und 2. F17 schaltet das Rangierlicht ein und wieder ab. F18 startet eine Bahnhofsansage. F19 ist die Feststellbremse.
F20 lässt das hohe Horn lang erklingen. Und F21 das tiefe lange Horn. F22, auch interessant, ist das Zweiklanghorn. F23 aktiviert die Spurkranzschmierung, die aber nur in Fahrt erklingt. F24 öffnet und schließt die Türen, also das Geräusch. F25 steuert das Sanden. Und F26 sowie 27 steuern die Lautstärke. Schauen wir noch kurz auf die Fahreigenschaften. Natürlich ohne Sound. Der Motor ist relativ ruhig. Bei höheren Geschwindigkeiten hingegen ist er aber deutlich zu hören. Achtung! Powerpack-Test! Naja, auch hier hat Rocco leider wieder nur ein kleines Powerpack verbaut. Liebes Rocco-Entwicklerteam, noch einmal schaut zu ESU rüber. Hier seht ihr eine Dash 9 in den Farben der bekannten Gesellschaft Union Pacific vom US-amerikanischen Hersteller Scaletrains mit einem ESU Locksound 5 Decoder. Das ist ein Powerpack. Ja, liebe Modellbahnfreunde, das war's schon wieder. Im Großen und Ganzen hat Rocco hier ein attraktives Modell mit ein paar kleinen Mängeln abgeliefert. Doch der Gesamteindruck überzeugt und der Sound ist toll umgesetzt. Zum Schluss gibt's noch ein paar Fahraufnahmen untermalt mit Musik. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Macht's gut, Freunde! Bis zum nächsten Mal! Thank you.
Thank you.